weiß nicht, ob ich ein besonders guter Trainer bin. Selbstlob stinkt, aber ich habe immer mein Bestes getan. Das habe ich auch in Schalke und in Chile und in Tansania und überall gemacht. Ich kann nicht sagen, ich bin ein guter Trainer, aber eines kann ich sagen, ich bin kein schlechter. Rudi Gutendorf, 86 Jahre alt, eine deutsche Trainerlegende. Kein anderer Fußballfachmann lehrte den Ballsport in so vielen Ländern. 56 Trainerstationen in 28 Ländern auf allen Kontinenten. Von Bundesliga-Clubs bis zu exotischen Vereinen, alles war dabei. Im Zeichen des Fußballs um die ganze Welt. Angefangen hat alles in Koblenz. Rudi Gutendorf wird 1926 geboren. Für TuS Neudorf absolviert er 86 Oberligaspiele. Mehr Erfolg hat er jedoch an der Seitenlinie. 1952 macht er sein Trainerdiplom unter Sepp Herberger. Hier mit Sepp Herberger, mein großes Idol und Vorbild, der mit der deutschen Nationalmannschaft ja Weltmeister 1954 gewesen ist. In seinem Haus zeigt er uns Erinnerungsstücke seiner Herzenssache, des Meidericher SV, heute MSV Duisburg. Mit diesem Verein wird Gutendorf der jüngste Trainer, der den Bundesligastart 1963 erlebt. Die haben gesagt, wir zahlen Ihnen 5.000 Mark, wenn Sie nicht absteigen. Jeder hatte gesagt, wir steigen ab. Es war eine Straßenmannschaft mit Spielern aus drei Straßenzügen aus Meiderich. Und da habe ich gesagt, ich will keine Nicht-Abstiegsprämie, das ist gegen meine Ehre. Ich möchte 100.000 Mark, wenn wir den deutschen Meister machen. Im ersten Jahr der Bundesliga. Er wird Vizemeister. Eine Sensation und sein Durchbruch. Helmut Rahn und Aja Krämer lässt der Taktikfuchs defensiv spielen. Damals vollkommen neu, vollkommen anders. Und eine Strategie, die ihm seinen Spitznamen gibt. Riegel-Rudi. Noch zurück, um hier den Riegel zu vervollständigen. Selbst Rahn kommt zurück und bietet sich hier als Anspielpunkt. Dieses Spielsystem trägt Rudi Gutendorf in die Welt. Es folgen Verpflichtungen in den USA, Bolivien, Venezuela, Philippinen, Neukaledonien, Fidschi, Nepal, Tonga und. Wie gesagt, 28 Länder. Da wirken die 6 Einsätze in der Bundesliga spärlich. Dabei ist es seine liebste Liga. On and on, and on, and on. Dagegen sind die Ligen wie in Australien und so weiter nicht zu vergleichen. Und auch Südamerika, wo ich auch in Chile und in Peru war, da ist auch dieser Flair mit vollen Stadien, was mir gefallen hat, mit Spielern mit der überragenden Technik. Leider war ich nie in Brasilien, da hätte ich auch gerne mal gearbeitet. Dafür geht es heute nach Bitburg. Auch hier ist er als Trainer im Einsatz, bei einem Wohltätigkeitsspiel seiner prominenten Mannschaft, die er seit mittlerweile 10 Jahren betreut. Unter den altgedienten Ex-Profis sind auch Ikonen deutscher Fußballgeschichte, wie der Weltmeister von 1954, Horst Eckel. Ich wünsche dir viele, viele gute Jahre. Ich kenne Rudi Gutendorf, kenne ich schon. Wir haben ja schon, er hat in Neuendorf gespielt, ich habe bei Kaiserslautern gespielt. Wir kennen uns schon ewig. Vor Anpfiff geht's dann nochmal in seine Werkstatt. So nennt Gutendorf die Mannschaftskabine. Hier warten Ex-Bundesliga-Profis auf die Ansprache ihres Trainers, darunter Wolfgang Kleff, mehrfacher deutscher Meister mit Gladbach. Ich bin der zweitälteste im Club. Das ist. Oder Stefan Kunz, Europameister von 96. Ich bin sicher, dass wir heute einen sehr starken Gegner haben. Aus dem Grund möchte ich euch bitten, dass wir hinten vernünftig spielen, nicht alles vorrennt. Die letzten 4, die möchte ich hinten sehen. Und wenn ihr mir ein Geburtstagsgeschenk machen wollt, dann wollen wir so doch verbleiben, dass wir das Spiel gewinnen. Das ist gut. Super! Ich bin ein Kurzstreckenläufer. Ich würde lieber 10 Stationen, so kurze Stationen machen, um auch die Welt und die Mentalitäten und andere Spieler kennenzulernen. Das ist, was mich an dem Beruf des Profitrainers fasziniert. Gleichgültig, ob im Rheinland oder auf dem afrikanischen Kontinent. Hier hat er auch seinen heikelsten Einsatz. 1999 als Nationaltrainer von Ruanda.
Beim Unentschieden gegen den Favoriten von der Elfenbeinküste eint er die einst verfeindeten Tutsi und Hutu, macht den Hass vergessen und das bei seinem ersten Spiel. Auch hier gibt er wie immer alles. Ich sehe das. Jedem Spiel macht ihr hier diese und diese, wo ihr einfach spielt. Du hast keine Chance in Deutschland. Die schicken sie am zweiten Tag wieder heim, wenn du diesen Scheiß machst. Schneller! Ja! Voller Einsatz auch in Bitburg. Mit der 10 steht Spielmacher Overath auf dem Platz und Gutendorfs Jungs liegen vorne. Eduard Schmidt, auch als Euro-Eddy bekannt, macht sogar zwei Dinger rein. Und der sucht den Abschluss. Bravo! Das ist das 3:0. Eddy! Eddy! Sowas sieht man in der Bundesliga viel zu selten. Das ist die Zeit, wo alles heute ums Geld geht, wo Spieler verpflichtet werden für 40 Millionen. Das gab es damals nicht. Ich habe den besten Spieler damals verpflichtet, den Kevin Keegan, als Captain von der englischen Nationalmannschaft für 1 Million. Das hat sich geändert. Alles viel mehr Geld. Und wo Geld im Spiel ist, da wird es auch härter und umkämpfter. Rudi Gutendorf hat alles miterlebt, von Anfang an. Unzählige Spiele, unzählige Begegnungen. Für ihn sind alle unvergessen. Ein Mann, der für Fußball lebt. Ich habe viel, viel gelernt. Da kann ich ein Buch noch mal drüber schreiben. Von den einzelnen Mentalitäten in Ostafrika und Westafrika, wie unterschiedlich die sind. Also ich habe mehr gelernt, wie ich gegeben habe. Thank you.